Das ist die Simón Bolívar-Brücke. Wir sind in Villa de Rosario in der Nähe von Cúcuta in Kolumbien. Rund 200 Meter von hier ist die Grenze zu Venezuela. Ich bin auf der kolumbianischen Seite und gut 40.000 Menschen überqueren täglich diese Brücke. 40.000 Cúcuta ist der wichtigste Grenzort Kolumbiens. Es ist der meistgenutzte und im Vergleich sicherste Grenzübergang für Venezolaner. Die Grenze beider Staaten ist gut 2.200 Kilometer lang. An manchen Stellen haben kriminelle Banden das Sagen. Im Grenzbüro holen sich täglich gut 3.500 Menschen einen Stempel im Pass ab. Sie wollen vor allem mit Familienangehörigen sprechen. Die meisten Menschen hier wollen weiterziehen, in ein anderes Land, nach langen Reisen entlang der Grenze. Viele berichten uns von den Schwierigkeiten, die sie beim Grenzübertritt hatten. Verlangen die Venezolaner Geld? Ja, $10. Das sind 30.000 kolumbianische Pesos oder 2,5 Millionen Bolívares. Was bedeutet das für Sie? Das sind 3 Mindestgehälter. Das ist viel Geld für uns. Venezuelas politische Instabilität und der wirtschaftliche Zusammenbruch. Allein letztes Jahr lag die Inflation bei 2.600%. Haben zu dramatischen Einbrüchen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medizin geführt. Krankheiten wie Tuberkulose oder Malaria sind wieder da. Bis zu 4 Millionen Venezolaner sollen ihr Land seit Beginn der Krise verlassen haben. 2 Millionen allein vergangenes Jahr. Immer mehr Migranten lassen sich in Cúcuta nieder oder pendeln zwischen beiden Ländern, immer auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten. Der Grenzort und ganz Kolumbien erleben eine humanitäre Krise von globalem Ausmaß.